Heute werde ich die besten Schnelligkeitsübungen in eine Rangliste packen, damit du weißt, welche Übungen deinen Athleten am meisten Speed bringen. Hi, mein Name ist Raphael Schuler, Gründer von KeyToSpeed.com, der Plattform für Schnelligkeitstraining im Team- und Spielsport. Schauen wir uns direkt die erste Übung an und nehmen uns Lauftechnik-Drills vor. Natürlich gibt es da unzählige Drills und es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese auch ein bisschen unterscheidet, aber pauschal gesagt, ist diese Kategorie auf der einen Seite sehr, sehr überschätzt und auf der anderen Seite sehr, sehr unterschätzt. Es gibt tausende von Lauftechnik-Drills oder dieses Lauf-ABC. Häufig sehe ich, dass einfach viel zu viel davon gemacht wird, beziehungsweise dann der Output fehlt, weil, es ist ganz, ganz wichtig, nur mit diesen Technik-Drills werden deine Athleten nicht schneller. Das ist absolut entscheidend zu verstehen. Aber sie haben trotzdem auch einen großen Nutzen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Wir haben auf der einen Seite eher die stationären Drills, wie beispielsweise die Wall Drills, und auf der anderen Seite haben wir eher die dynamischeren, vielleicht sogar mit einer großen horizontalen Verschiebung wie Dribbles. Je nach Ziel macht dann das eine oder das andere natürlich mehr Sinn. Ich habe es gesagt, der physische Output ist gering und deswegen, das braucht's. Aber was wir oftmals ja das Problem haben, ist, wenn deine Athleten maximal sprinten, dann machen die vielleicht im Teamsport 3-4 Sprints. Das heißt, du hast 2-3 Pausen, wo du deine Athleten coachen kannst und ihnen was Technisches mitgeben kannst. Bei Technik-Drills kannst du natürlich viel, viel mehr Wiederholungen, viel mehr Sätze machen. Und dann hast du mehr Möglichkeiten, deinen Athleten auch zu coachen, ihnen Cues mitzugeben und diese Cues mit gewissen Prinzipien, gewissen Positionen des Körpers zu verbinden und später bei den maximalen Sprints kann dieser Athlet dann nur mit diesem einen Wort, diesem einen Cue dann vielleicht sich das in Erinnerung rufen. Und das ist eben auch das Zweite, dass du bei diesen Technik-Drills Prinzipien vom aufrechten Sprinten, Prinzipien von der Beschleunigung sehr, sehr isoliert und fokussiert ansprechen, coachen kannst und eben auch üben kannst. Wenn wir jetzt eine Rangliste machen mit S für ganz, ganz spezifische Drills und dann A bis E, dann würde ich diese Lauftechnik-Drills in die Kategorie C, also einen indirekten Nutzen, aber der ist doch sehr hoch, einordnen. Die zweite Kategorie betrifft Krafttraining. Auch da haben wir natürlich wieder große Unterschiede. Wenn wir mal allgemeines Krafttraining nehmen, wie Squats, Deadlifts, ja, so Grundübungen, und vielleicht auch überlegen, wo stehen unsere Athleten, dann merkt man relativ schnell, dass allgemeines Krafttraining einfach zur Stärkung schon einen hohen Übertrag hat, insbesondere auf den Antritt, auf die Beschleunigung, vor allem dann, wenn deine Athleten und Athleten sehr schwach sind. Also beispielsweise, wenn du mit Juniorinnen und Junioren arbeitest, dann werden die einen besseren Antritt bekommen durch rein einfach ganz normales, nicht sportartspezifisches Krafttraining. Und auf der anderen Seite, wenn man dann aber isolierte Übungen anschaut, wie beispielsweise Calf Raises, dann können die durchaus auch einen Nutzen haben, wenn beispielsweise eine Schwachstelle da ist oder wenn später ein Athlet wirklich grundsätzlich schon ein gutes allgemeines Kraftniveau aufgebaut hat, dann kann es durchaus auch Sinn machen, isoliert zu ergänzen. Und wenn wir das jetzt einordnen müssen, dann würde ich diese allgemeinen Grundübungen, Squats, Deadlifts, würde ich auch wieder in Kategorie C packen. Und die isolierten Übungen wie eben Calf Raises würde ich dann aber schon eher immer noch indirekter nutzen natürlich, aber auch weniger, also moderaten Nutzen, also Kategorie D. Die nächste Kategorie ist, ja, die musste kommen, Agility Ladder, Speed Ladder oder wie man die auch nennen soll. Schnelle Füße ist ein richtiges Buzzword geworden. Und das Problem ist, du brauchst Frequenz, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und Teamsportler werden immer in der Regel eine höhere Frequenz haben, als ein Elite-Sprint auf 100 Meter hat. Eine hohe Frequenz ist zwar wichtig, aber ohne dass du Distanz überwindest, bringt diese Frequenz deinen Athleten einfach nichts. Du kannst einen ganz, ganz schnellen Wechsel machen mit deinen Beinen, deinen Füßen, aber keinen Weg machen und dann sind deine Athleten einfach nicht schnell. Dann kommen sie nicht von A nach B. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil für diesen schnellen Wechsel, diesen Switch, ist zwar wichtig, dass unsere Oberschenkel, ja, wenn das die zwei Oberschenkel sind, dass die sich schnell bewegen, aber gleichzeitig wollen wir auch einen hohen Winkel und dann wieder zurück auf die andere Seite einen hohen Winkel zwischen diesen beiden Oberschenkel erreichen. Und wenn du dann einen großen Weg plus einen hohen Speed der Oberschenkel erreichst, dann hast du eine super Kombination, mit der du arbeiten kannst mit deinen Athleten. Einige werden vielleicht argumentieren, ja, diese Agility Ladder oder Koordinationsleiter, die kann man super im Warm-up integrieren, spielerische Elemente einbauen. Und ich bin halt klar der Meinung, wenn ein Tool oder eine Übung, ich sag mal, zu 99% keinen Sinn macht, dann ist es einfach Zeitverschwendung und schade um die Zeit, dann nutzen wir diese Trainingszeit lieber anders und effektiver. Deswegen
ja, die packen wir in die Kategorie eh keinen Nutzen. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, drück doch einen Daumen hoch. Die nächste Kategorie ist klar, die musste kommen, Sprints. Auch hier müssen wir ein bisschen differenzieren. Wir haben Beschleunigung, wir haben Topspeed, wir haben Curved Sprints, aber ist klar, der Nutzen von Sprints, der ist sehr, sehr spezifisch für Speed. Wenn es eine Nummer 1 gibt, dann sind es Sprints. Ja, wobei, es kommt noch was, wirst du überrascht sein, aber ich würde sagen, es gehört definitiv auf die oberste Stufe. Also wir ordnen die ein in der Kategorie S. Die nächste Kategorie sind Sprünge, Plyometrics. Auch da gibt es wieder sehr große Unterschiede. Ich würde mal grob einfach unterteilen in Low Intensity Plyometrics und High Amplitude, High Intensity Plyometrics. Also Low Amplitude heißt einfach, dass du nur eine mit deinen Athleten so ganz kleine Sprünge machst. Pogos werden die auch genannt. Und High Amplitude, High Intensity sind halt wirklich maximale Sprünge. Immer noch mit kurzer Bodenkontaktzeit. Und da ist klar, wir haben einen relativ hohen Transfer von diesen maximalen Sprüngen. Diese Sprünge, die würde ich dann schon in die Kategorie B, also einen hohen Transfer, einordnen. Und die Low-Intensity-Sprünge, die würde ich dann eher in die Kategorie C, also einen indirekten Nutzen. Wenn beispielsweise jemand das Problem hat, dass er Schwierigkeiten hat mit diesem Anspannungs-Entspannungsrhythmus, dann können diese Low-Intensity-Plyometrics super funktionieren. Von den Übungen her müssen wir natürlich auch unterscheiden von zweibeinigen Jumps zu Bounce, also von links, rechts, zu Hops. Das Endziel sind sicherlich Bounce bzw. Hops, weil die dann auch am nächsten zum Sprinten sind. Die nächste Kategorie betrifft etwas, das ich immer häufiger eigentlich sehe. Das sind isolierte Drills für die Arme. Und ja, die Armbewegung ist absolut wichtig, wenn wir uns Sprinten per se anschauen, wenn wir uns Elite-Sprinter anschauen. Aber im Teamsport macht es in meinen Augen absolut keinen Sinn, die Armbewegung isoliert zu coachen, isolierte Übungen für die Armbewegung zu machen, weil du hast eh immer Gegenspieler, Mitspieler, Gegenspieler, die du wegdrücken musst. Du wirst mit den Armen anders arbeiten als ein Sprinter. Die Arme bewegen sich immer im Verbund mit einer Rotation des ganzen Körpers. Deswegen, wenn ich die Arme coachen möchte, dann immer in Kombination mit einer Übung. Und da kann ich, wenn jetzt wirklich ein Athlet eine katastrophale, absolut komische Armbewegung hat und ich merke, die hindert ihn, dann coache ich das irgendwann auch, aber ganz, ganz sicher nicht am Anfang. Und deswegen ordne ich die auch in die Kategorie E ein. Die nächste Kategorie sind Sprints mit Widerstand. Da gibt es verschiedene Tools dazu natürlich. Wenn du gar kein Tool hast, kannst du auch Hill Sprints einbauen. Da ist einfach das Problem, dass du den Widerstand quasi nicht gut verstellen kannst, weil du hast wahrscheinlich nicht unterschiedliche Steigungen irgendwie direkt neben dem Platz oder so. Meistens beginne ich mit sehr, sehr viel Widerstand, so im Bereich von 80% des Körpergewichts, oder ich mache eine individuelle Analyse basierend auf dem Max-Speed und verschiedenen Geschwindigkeiten mit unterschiedlichen Widerständen, dann kann ich sehr, sehr individuell bestimmen. Wichtig ist aber, dass du auch keine Angst vor hohen Widerständen haben musst, weil der Widerstand zwingt unsere Athleten in eine Position, beispielsweise in diese Vorlage, die wir haben wollen beim Beschleunigen, beim Antritt. Durch den Widerstand wird der Athlet in diese Position gezwungen und du brauchst als Coach dadurch eigentlich weniger coachen. Auch das Gegenteil, Overspeed könnte man noch in diese Kategorie einteilen, wobei im allgemeinen Teamsport Overspeed-Training schon nur ganz, ganz gezielt eingesetzt werden sollte, weil das schon eine sehr, sehr intensive und fortgeschrittene Methode ist. Aber grundsätzlich von der Einteilung her würde ich jetzt Sprints mit Widerstand in die Kategorie A einteilen. Die haben einen sehr, sehr hohen Transfer. Bevor wir zu der nächsten Übung kommen, wenn dir diese Art von Videos gefällt, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, dann verpasst du auch keine zukünftigen Videos. Ähnlich wie Resisted Sprints sind auch die nächsten Übungen von der Idee her, und zwar Wicked Runs. Wir zwingen dem Athleten eine Lauftechnik aufgrund von diesem Tool, ohne dass wir groß was coachen müssen, und aufgrund der Abstände können wir auch die Intensität steuern, aufgrund der Anlaufgeschwindigkeit können wir die Intensität steuern, aber wir nehmen quasi ein bisschen Intensität oder Speed raus und gleichzeitig triggern wir die korrekte Sprinttechnik. Deswegen auch hier, das würde ich in Kategorie A einen hohen Transfer einteilen. Ich habe es gesagt, Sprints sind eigentlich Nummer 1. Es gibt auch noch etwas, was wir definitiv auch in diese Kategorie Nummer 1 einteilen müssen. Das sind sportspezifische Übungen in Kombination mit Geschwindigkeit natürlich. Also 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 2, wo wir das Taktische mit Schnelligkeit verknüpfen.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann sprechen wir natürlich von Game Speed, aber es ist natürlich entscheidend, dass unsere Athleten im richtigen Moment beschleunigen, im richtigen Moment die Entscheidung treffen, vielleicht einen kurzen Täuschung zu machen und dann einen langen Sprint anzuziehen. Und da sind wir wirklich in einem interessanten Bereich, der ganz, ganz wichtig ist für den Teamsport und deswegen definitiv auch in die Kategorie S einzuteilen. Der wichtigste Punkt kommt gleich, aber vorher noch die letzte Übung, wobei eigentlich ist es keine Übung, es ist ein Hack, das Körperfett zu reduzieren. Weil Kraft bzw. Speed ist immer in Relation zum Körpergewicht. Weil es klar, wenn ich 100 Kilo wiege und ich mich beschleunigen muss, versus ich wiege 120 Kilo, dann muss ich mehr Kraft aufwenden, um diese 120 Kilo auf den gleichen Speed zu bringen. Mit Körperfett an sich, das kann mir halt nicht helfen, diese zusätzliche Masse zu beschleunigen. Fett hilft uns in dem Sinne nicht, schneller zu sein. Muskulatur, wenn die richtig aufgebaut, richtig trainiert ist, dann kann die uns natürlich helfen. Und nun zum letzten, aber eben wichtigsten Punkt. Nur weil etwas in dieser Liste nicht zu oberst steht, bedeutet das nicht, dass du es mit deinen Athleten nicht machen sollst. Weil im Endeffekt kommt es auf die Kombination von diesen verschiedenen Übungen und Methoden drauf an und wie du das Ganze langfristig aufbaust. Wie du zum richtigen Zeitpunkt die passenden Übungen wählst und diese perfekt aufeinander abstimmst. Und dazu gibt es eben einen kostenlosen Speed-Workshop. Darin lernst du, wie du in 5 Schritten ein Speed-System aufbaust, das deine Athleten über Jahre hinweg schneller werden lässt. Und der Link dazu ist in der Beschreibung. Bis bald.